Weil die Winterzeit für viele eben auch eine Sportzeit ist, schaut der Sportartikelhandel heuer wieder hoffnungsvoll in die neue Saison. Darunter auch Familie Wallner aus Deutschlandsberg. Pünktlich zum ersten Advent ist der Schnee auch bei uns im Süden gefallen. Das ist ja nicht so alljährlich, kann man generell sagen. Also wir schauen jetzt in den Winter hinein, natürlich mit unserem Skisortiment, Langlaufsortiment und auch ganz trendig das Trailrunning-Sortiment. Trailrun ist abseits in der Natur, im Gelände. Also ich habe beide Sport und Natur in einem. Und das wird bei uns auch in Angriff genommen, weil wir einen Qualm Trailrunning Club haben in Deutschlandsberg. Und wir haben einige Kunden und der Trend steigt extrem im Trailbereich. Und was tut sich denn für Skifans? Was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass die Ski möglichst verwindungssteif sind, sage ich jetzt einmal, dass die gewisse Stabilität bieten. Und gewisse unterschiedliche Hersteller, sage ich jetzt einmal, haben einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Titaniumplatten oben drinnen noch oder zum Beispiel so zwei Magnetplatten im Aufbau drinnen, die natürlich noch Vibrationen dämpfen und den Ski noch stabiler machen. Quer durch die Steiermark wird jetzt also wieder beraten, serviciert und geshoppt. Immerhin steht Weihnachten vor der Tür. Eines ist schön, laut Prognosen wird auch über die Hälfte, also 50% der Konsumenten wollen einheimisch kaufen. Das heißt im stationären Handel in ihrer Umgebung und das ist sehr, sehr wichtig. Wobei pro Kopf heuer rund 290 Euro für Geschenke ausgegeben werden. 310 waren es im Vorjahr. Dabei dürften Sportartikel wieder auf vielen Wunschlisten stehen und die Läden sind gerüstet. Es ist ja grundsätzlich der Einkauf sehr spannend, weil das findet ja nicht jetzt statt, sondern schon im Frühjahr, eigentlich im vergangenen Jänner. Und es ist immer wieder was Neues dabei. Und so steht die Planung für den Winter 2024 nicht nur bei den Wallners in den Startlöchern.